ein Mist. Wäre ja auch mal was ganz Neues, wenn mal etwas wie geplant verlaufen würde. Ach komm, Dean, du Schwarzmaler. Setz dich hin, nimm dir ein Bier und lass dir vom Wetter die Stimmung nicht vermiesen. Ist ja okay. Aber das Bier würde halt noch besser schmecken, wenn der Grill im Garten auf Hochtouren laufen und sich der Geruch von sommergemähtem Rasen und gebratenem Fleisch breit machen würde. Immerhin habe ich Geburtstag. Und dein 18. dazu. Ich hätte es dir gegönnt. Wäre tatsächlich nach langer Zeit mal wieder etwas Erfreuliches. Wie geht es deiner Mom überhaupt? Wie lange ist es her? 3 Jahre? Was ist denn mit deiner Mutter? Nun, sie ist... Lassen wir das Thema. Ist schlimm genug, dass dieses Dreckswetter den Nachmittag hier überschattet. Jetzt müssen wir nicht auch noch alte Geister heraufbeschwören. Also, jeder nimmt sich jetzt mal ein Getränk und überlegt, wie wir die Stimmung mal etwas steigern können. Was ist denn mit Deans Mutter passiert? Deans Mutter Lucy hat vor circa 3 Jahren einen schweren Nervenzusammenbruch erlitten und ist seitdem in Therapie. Ein Mörder sei ihr auf der Spur. Ein Mörder? Ja, total abgedreht. Es heißt, er soll wie ein Harlekin ausgesehen haben. Hey, ich hab gesagt, wir lassen das Thema. Verstanden? Was haben wir denn hier? Ist das ein Ouija-Brett? Ja, ein Hexenbrett, cool. Das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ach bitte, das kann doch nicht wirklich euer Ernst sein. Dean, ist das deins? Glaubst du an so einen Scheiß? Nein, das gehört meiner Mom. Irgendwie hatte sie wohl ein Faible dafür. Aber von mir aus können wir es gern ausprobieren. Mir fällt zumindest keine Alternative ein, was man bei dem Dreckswetter noch machen könnte. Hier liegen noch Kerzen rum. Geil! Her damit! Christine, kannst du passende Musik auflegen? Oh, ich schau mal, was ich finde. Dean, hast du sowas schon mal gemacht? Also weißt du, wie sowas geht? Ich bin sicher kein Experte. Ich weiß nur, dass man es nicht am helllichten Tag spielen sollte. Machst du Witze? Guck mal nach draußen. Also Punkt 1 dürfte erfüllt sein. Man sollte es nicht alleine spielen. Wir sind 4. Weiter. Jetzt halt doch mal die Klappe. Also, man wählt einen Redner aus, der der anderen Seite Fragen stellt. Da gibt's doch noch dieses Holzteil mit einem Loch in der Mitte, was man über das Brett schiebt. Das ist eine Planchette und die wird nicht geschoben. Im besten Falle übermitteln uns die Geister darüber ihre Antworten. Also, ich habe hier Ozzy Osbourne, Motley Crue und Iron Fate gefunden. Kann man davon irgendwas verwenden? Ozzy hat zwar mit Black Sabbath den Grundstein für okkulte Mucke gelegt, er selber hat aber, glaube ich, nichts Passendes dabei. Motley Crue sind auch nicht düster, auch wenn da Shout at the Devil draufsteht. Und Iron Fate ist Power Metal aus Deutschland. Die rocken zwar wie Sau, sind aber alles andere als okkult. Kannst du also geschlossen wegpacken. Und ich dachte, mit Cast in Iron hätte ich einen Treffer gelandet. Okay, muss ohne gehen. Dean, willst du den Leiter spielen? Alles klar. Eins noch. Es gilt, höflich zu bleiben. Wir müssen respektvoll mit den Toten umgehen. Ich möchte nicht, dass das hier ins Lächerliche gezogen wird. Meiner Mom war das immer sehr wichtig. Also, Contenance. Okay? Mhm. Alles klar. Kein Problem, Mann. Okay. Jeder legt jetzt 2, 3 Finger über die Planchette und über, nicht auf die Planchette, Cass. Sorry, kommt nicht wieder vor. Gut. Bereit? Ich spreche jetzt die Begrüßung. Warte! Nehmen wir zu jemand bestimmten Kontakt auf oder zu irgendwem Fremden? Hast du Angst, dass der Teufel gleich Hallo sagt? Ich habe wahrlich keine Scheu zuzugeben, dass mir doch etwas mulmig im Bauch ist. Auch wenn ich an so etwas eigentlich nicht glaube. Ruhe, Leute. Entspannt euch. Ich werde Kontakt zu Barb aufnehmen. Nein, nicht Barb. Wer ist Barb? Barbara. Barbara Lehmann. Sie ging mit Dean und mir zusammen zur Schule. Sie ist nur 13 Jahre alt geworden. Oh Mann. Scheiße. Bitte, Dean. Nicht Barb. Doch. Ich mochte sie. Und bilde mir ein, dass sie mich auch ganz gut leiten konnte. Eine Sympathie kann eigentlich nur gut für das Vorhaben sein. Oder? Also schön, Barb. Ich hatte sie schon fast vergessen. Ich beginne jetzt. Eine Woche später und bei besserem Wetter spaziert das verliebte Paar Adrian und Caroline, genannt Caro, durch die Wälder von Wolfshagen.
Die beiden haben sich vor anderthalb Jahren auf einer Online-Plattform kennengelernt und besuchen sich seit kurzem in unregelmäßigen Abständen. So ein Spaziergang im Wald ist echt idyllisch und ich dachte, das wird in Filmen immer nur so übertrieben dargestellt. Aber nein, es ist echt toll. Du redest ja so, als wenn ihr in Hamburg kein einziges Waldstück habt. Oh doch, aber das hier ist doch was ganz anderes. Man hört keine Stadt in der Ferne. Das hier ist echt und nicht nur eine Illusion von Natur. Es freut mich, dass es dir gefällt, Caro. Ich muss zugeben, ich hatte etwas Angst, dich hierher nach Wolfshagen einzuladen. Wieso? Naja, seien wir doch ehrlich. Du kommst aus einer Großstadt. Was kann ich dir denn hier bieten, außer, naja, frische Luft und viel Ruhe? Aber Adrian, mach dir doch nicht solche Gedanken. Ich habe schon so einiges über den Ort hier gehört. Eure Walpurgis soll absolut spektakulär sein. Auch soll hier irgendwo ein hohler Baum herumstehen, zu dem es eine Geschichte gibt. Ja, die Legende der Stummeleiche. Mein Kumpel Jan hat die Sage in Form eines Hörspiels zugunsten der Grundschule hier im Ort produziert. An der Eiche kommen wir im Übrigen gleich vorbei. Schau doch mal, da vorne ist sie schon. Wow! Komm, lass uns ein Erinnerungsfoto schießen. Hast du dein iPhone dabei? Ja, na klar. Also, da mal schön lächeln. Caro? Ja? Du bist so wunderschön. Küss mich. Eine seltsame Stimme, die unverständliche Worte spricht, erklingt wie aus dem Nichts, direkt hinter dem verliebten Pärchen. Erschrocken drehen sie sich um, um kurz danach eine furchtbare Entdeckung zu machen. Ach du Scheiße! Guck nicht hin! Hat sich da tatsächlich jemand erhängt? Ja. Caro, setz dich hier hin. Ich muss schauen, ob ich noch helfen kann. Lass mich nicht allein. Ich komme mit. Oh mein Gott. Adrian, ich denke, da können wir nichts mehr machen. Adrian? Adrian! Adrian starrt mit ängstlichem Blick auf die Frauenleiche, die ungefähr 2 Meter über den beiden an einem Strick baumelt, welcher an einem dicken Ast befestigt ist. An der ca. 5 Meter hohen Buche ist eine alte Holzleiter angelehnt, mit dessen Hilfe die Frau ihr Schicksal besiegelt hat. Der durch den Wald pfeifende Wind lässt den leblosen Körper Teil seines Spiels werden und ihn einen geisterhaften Tanz vollführen. Adrian wendet sich abrupt ab, als der Blick der bereits verwesenden Frau und seine sich treffen. Adrian, was hast du? Ich kenne sie. Das ist Deans Mutter, Frau Lindemann. Wer ist die? Ein ehemaliger Freund von mir. Lange Geschichte. Hör zu, wir müssen... Huch, was ist das denn? Ich bin auf was draufgetreten. Ein Brief. Der muss ihr wohl aus der Tasche gefallen sein. Ob das ein Abschiedsbrief ist? Möglich. Sollen wir ihn öffnen? Nein, das geht uns nichts an. Hör zu, ich werde jetzt die Polizei verständigen. Ja, gute Idee. Helfen können wir ihr nicht mehr. Adrian ruft via Mobiltelefon den Polizeinotruf an und erklärt mit etwas zittriger Stimme den Sachverhalt einem Beamten. Keine 15 Minuten später sind 2 Polizeifahrzeuge und 1 Notarzt am Ort des Geschehens. Kommissar Dorn nimmt die Aussagen der beiden auf. Es war vielleicht 15 Uhr. Da kamen wir beide den schmalen Weg hier rauf. Wir wollten eigentlich nur ein Erinnerungsfoto mit der Stummeleiche schießen. Sahen wir die tote Frau dort am Baum hängen. Es war ein absoluter Schock. Und daraufhin haben wir auch gleich die Polizei verständigt. Okay, ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Halten Sie sich bitte für etwaige Fragen immer bereit. Gern. Ja, na klar. Hervorragend. Brauchen Sie eventuell einen Seelsorger? Eine Leiche unter diesen Umständen zu finden, ist nicht leicht zu verkraften. Nein, danke. Wir kommen schon klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, Jörg. Erzähl, was konntet ihr herausfinden? Also, wir haben die Leiche jetzt heruntergeholt und konnten sie anhand der Papiere in ihrem Portemonnaie identifizieren. Der Name der Verstorbenen lautet Lucy Lindemann, Alter 43, wohnhaft in Wolfshagen, geschieden, einen Sohn. Sie ist seit circa
seit circa einer Woche tot. Gut. Ich werde die Männer in Schwarz rufen. Dann wären wir hier fertig. Aber warte, eines noch. Im Gras, ziemlich genau unter der Leiche, haben wir eine merkwürdige Holztafel mit Zahlen und Buchstaben gefunden. Eine Tafel mit Zahlen und Buchstaben? Zeig mal her. Ah, das ist ein sogenanntes Hexenbrett. Ein beliebtes Spiel unter Jugendlichen, die etwas Nervenkitzel suchen. Ich würde der Sache jetzt keine große Bedeutung beimessen. Ah, alles klar. Ach ja, und vielen Dank, dass du dich um die Bergung der Leiche gekümmert hast. Ich habe da so meine Probleme mit Leichen und speziell mit Suizidenten. Sag mal, wie bist du bloß Polizist geworden? Hast du etwa gedacht, wir würden täglich Schulschwänze zur Ordnung rufen? Warum hast du dem Polizisten die Stimme verschwiegen? Wir wissen doch gar nicht, ob das was mit Frau Lindemann zu tun hat. Warte mal, dein Handy, gib mir das mal. Wir haben doch ein Foto gemacht. Ja, ein Foto, aber... Liebling, du hast ein brandneues iPhone. Wenn du jetzt noch die... Ja, du hast... Was denn? Die Live-Funktion. Bewegte Bilder inklusive Ton. Und jetzt schauen wir uns unser Bild von vorhin nochmal an. Oh mein Gott! Wir haben Frau Lindemann mit auf dem Bild. Und wie funktioniert das jetzt mit dem bewegten Bild? Einfach draufdrücken und... Caro drückt mit ihrem Daumen auf das Display und das Bild der beiden fängt an, sich zu bewegen. Die wenigen Sekunden bewegtes Material lässt die beiden an ihrem Verstand zweifeln. Doch während Caro und Adrian ihren Augen nicht mehr trauen, wiegt sich andernorts Familie Adam in falscher Sicherheit. Die kleine 5-jährige Kathi spielt in ihrem Zimmer mit ihrer Lieblingspuppe Emma. So, Emma, Mund auf. Das ist lecker, oder? Und noch einen letzten, damit du groß und stark wirst. So ist's fein. Oh, das war aber ein großes Bäuerchen. Puh, Emma, hast du etwa eingemacht? Na, dann werden wir dir erstmal etwas Frisches anziehen. So, das wäre geschafft. Und jetzt wird erstmal geschlafen. Mach schön die Augen zu und schlaf schön. Mama, lass mich nicht allein. Ich will so gerne bei dir sein. Emma, du kannst reden? Aber ja, und das schon lang. Ich hoffe, dir wird nicht Angst und Bang. Mama, bitte sei so nett. Bring mich noch nicht ins Bett. Aber Emma, es ist schon spät. Du musst doch jetzt schlafen, sonst... Sonst was, du kleines Biest. Du hast mir manchen Tag vermiest. Lässt mich allein im Zimmer hier. Ich glaub, du magst mich gar nicht mehr. Hey, warum bist du so gemein zu mir? Ich hab dich doch lieb. Das glaube ich nicht, liebe Mama. Sonst wärst du immer für mich da. Doch verstehen wirst du's nicht. Es sei denn, du wärst so wie ich. Aber wie kann ich so sein wie du? Ich möchte es so gern. Dann könnten wir für immer Freunde sein. Kathi, mein Schatz, ist alles in Ordnung? Ich habe jemanden mitgebracht, der aus deinen Wünschen Wahrheit macht. Wen? Emma, wen hast du mitgebracht? Kathi? Kathi? Mit wem redest du da? Mach sofort die Tür auf! Hast du mich erschreckt? Liebes Kind, schau hinter dich. Sieh dein Schicksal ins Gesicht. Dein Haar so blond, so sei dich fein.
wird ein Traum aus Polyester sein. Bist du ein... Reden wirst du auch nicht mehr. Deine Mimik fortan starr und leer. Altern wirst du keinen Tag, so wie's eine Puppe nur vermag. Nein! Hilfe! Kathi! Kathi? Wo bist du, Kleines? Kathi? Wo versteckst du? Oh, Scheiße! Ich will hier weg! Ich will hier weg! Hey, ihr zwei! Was ist passiert? Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Meiner Freundin ist das hier einfach zu viel. Wollt ihr nicht doch mit einem Seelsorger sprechen? Nein, ich möchte einfach nur weg von hier. In Windeseile verlassen Caro und Adrian den Ort des Geschehens. Das Gesehene ist so fernab der Realität, dass sie beginnen, an sich selber zu zweifeln. Adrian hat Mühe, seine Caro zu beruhigen. Schatz, setz dich doch. Magst du einen Kaffee? Ja, gerne. Was haben wir da eben gesehen? Hier, dein Kaffee. Lass es uns doch nochmal anschauen. Okay. Bereit? Ach, furchtbar. Das mit Frau Lindemann tut mir so leid. Kannst du verstehen, was das für ein Gemurmel ist? Und woher kommt das überhaupt? Von ihr selber. Was? Schau doch mal genau hin. Ihre Lippen bewegen sich. Moment. Das ist doch nicht möglich. Sie ist doch tot. Was machen wir jetzt? Moment. Machen? Was willst du denn machen? Irgendetwas geht hier vor. Eine tote Frau fängt nicht aus heiterem Himmel an zu sprechen. Und das, was sie sagt, klingt schlichtweg böse. Woher auf einmal diese Entschlossenheit? Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter, als sich momentan offenbart. Und außerdem möchte ich nicht auch irgendwann sprechend an einem Ast baumeln. Was schlägst du also vor? Ich denke nicht, dass wir zur Polizei gehen sollten. Ich denke, das Logischste wäre, wenn wir uns mal mit ihrem Sohn unterhalten. Außerdem kann er jetzt vermutlich jede Hilfe und Unterstützung brauchen. Und wir haben da noch den Brief, den wir ihm aushändigen sollten. Die Polizei dürfte ihn vermutlich schon informiert haben. Was auch immer bei euch vorgefallen ist, ist hoffentlich so nichtig, dass es im Angesicht des Todes beiseite gerückt werden kann. Puh. Scheiße. Das ist lange her, aber ja. Darf ich fragen, was denn damals zwischen euch vorgefallen ist? Später, okay? Lass uns erstmal los. Wir müssen sowieso erstmal schauen, ob er überhaupt ansprechbar ist. Die beiden machen sich also auf den Weg, Dean aufzusuchen. Beiden ist sehr mulmig zumute, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Während Caro sich fragt, wie Dean mit dem Tod seiner Mutter umgeht, macht sich Adrian Gedanken darum, wie sein ehemaliger Freund auf seinen Besuch reagieren wird. Dean und seine Mutter bewohnen ein Einfamilienhaus am Rande des kleinen Kurortes. Mit zittriger Hand betätigt Adrian die Klingel und ein völlig im Gesicht geweißter Dean macht ihnen auf. Hä? Adrian? Was willst du denn hier? Hey, ich wollte dir mein Beileid aussprechen. Ich war mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt kommen sollte, aber... Woher weißt du denn jetzt schon wieder davon? Die Polizisten sind gerade erst vor einer Viertelstunde weg. Wir haben deine Mutter gefunden. Im Wald, das ist...
wirklich schrecklich. Mein herzliches Beileid dir. Mein Name ist... Caro! Schön, dass ich dich nochmal persönlich kennenlerne. Woher kennt er meinen Namen? Psst! Nicht jetzt. Ich wollte einfach sehen, wie es dir geht. Hervorragend geht's mir. Meine Mutter hat sich an einem scheiß Baum aufgehangen. Wie soll's mir damit gehen, du Arsch? Ich verstehe verdammt gut, dass du sauer bist. Und ich kann mir sicher vorstellen, dass du jetzt gern jemand anderen begrüßen möchtest als mich. Aber ich muss unbedingt mit dir sprechen. Wir haben den Polizisten einige Informationen vorenthalten, als wir deine Mutter gefunden haben. Das, was wir sahen, hätte uns wahrscheinlich niemand geglaubt. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Was fällt euch ein? Ihr behindert vorsätzlich die Ermittlung? Redivne hes nekvo echgezalb eners. Was? Dean, das waren die Worte, die uns deine Mutter mit auf den Weg gegeben hat. Kommt dir das irgendwie bekannt? Adrian, hast du Lack gesoffen? Brennt dir der Helm oder was stimmt nicht mit dir? Meine Mutter ist laut der Polizei bereits seit einer Woche tot. Und du erzählst mir, sie hätte euch was erzählt? Verpisst euch einfach, okay? Wir haben den Beweis auf dem Handy. Was? Es stimmt. Dean, bitte. Du warst mein bester Freund. Ich kannte deine Mutter auch. Und ich möchte einfach rausfinden, was hier los ist. Bitte. Lass uns reden. So schön. Kommt rein. Zeigt mal her euren Beweis. Caro und Adrian lassen Dean den ungeschönten Videobeweis zuteil werden, welcher ihn erkennen lässt, dass dort etwas Unheilvolles geschehen sein musste. Er hat Mühe, Worte zu finden, die seinen Gemütszustand auch nur annähernd beschreiben könnten. Eines wäre dann noch. Wir dachten, das geht nur dich was an. Was habt ihr da? Einen Brief. Den Brief haben wir bei deiner Mutter gefunden. Er muss ja aus der Tasche gefallen sein. Wir haben ihn der Polizei nicht gegeben, weil wir der Meinung sind, dass er dir zusteht. Was? Der ist von meiner Mom? Nun, wir vermuten es. Wir haben selbstredend nicht reingeschaut, da... Gib her! Hä? Was soll das? Was hast du? Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Wir dachten, es könnte sich um einen Abschiedsbrief handeln. Ist er das nicht? Mitnichten. Hier, lies selber. Das... sieht aus wie ein Gedicht. Ein wohlklingender Albtraum die Erde überrennt, der Jungen und Mädchen die Seele entnimmt. Weil der Tod nach ihm vergebens sucht, wurde er vom Teufel im Gegenzug zum Reimen verflucht. Von lachenden Kindern erfüllt voller Glück, bleibt nach seinem Kuss nur eine Hülle zurück. Er findet sie alle, auf die Welt kommt er nieder, denn... fehlt da was am Ende? Ist mir völlig egal. Ich bin einfach nur völlig sprachlos. Wie konnte es denn so weit kommen? Es war doch alles nur ein Spiel. Ein Spiel? Was meinst du damit? Am letzten Wochenende hatte ich Geburtstag. Aufgrund des beschissenen Wetters kamen wir auf die großartige Idee, mit einem Ouija-Brett zu spielen. Dabei lief etwas schief. Ich beginne jetzt. Seelen, die ihr schon vorausgereist, der Tod euch von der Welt verbannte, bitte schickt uns nun den Geist, den meinem Leben Barbara Lehmann nannte. Barbara, bist du bei uns? Tja, irgendwie ernüchternd. Ja. Das ist ja strange. Was wollen wir sie fragen? Frag sie, wie es ihr jetzt geht. Barbara, wie geht es dir dort auf der anderen Seite? Mir geht's gut, ganz ohne Schmerz. Doch ich vermisse stark mein schlagend Herz. Ganz schön poetisch, die Kleine. Ob man da drüben Dichterkurse belegen kann? Rick, noch so einen blöden Spruch und ich hau dir deine dämliche Fresse. Ich habe gesagt, hier wird nichts ins Lächerliche gezogen. Verstanden? Jawohl, Herr Kinski. Wie hat sie damals das Sterben empfunden? Barbara, wie hat sich das Sterben für dich angefühlt? Der Tod gab mir seinen Kuss in Form eines Messers in die Brust. Und nun kann ich alles sehen. In fremde Zimmer kann ich spähen. Dean, hier stimmt was nicht.
Barb ist durch einen Autounfall ums Leben gekommen. Nicht durch ein Messer. Scheiße. Aber wenn das nicht Barbara ist, wen haben wir dann hier in der Leitung? Guter Geist. Wer bist du? Ein freies Lot hängt immer gerade. Eine Kurve immer krumm. Für eure Liebsten ist zwar schade, ich komm zu euch und bring euch um. Okay, das ist mir zu viel. Ich hau ab. Ich lass mich doch nicht von so einem scheiß Geist bedrohen. Dean, tu doch was! Was soll ich denn tun? Du musst ihn loswerden! Was geht hier vor? Warum schreit ihr hier? Mom, bitte! Es sollte nur ein harmloses Spiel werden! Und jetzt sind wir mit einem bösen Geist in Kontakt, der uns mit dem Tod gedroht hat! Was sagst du da? Ja, und der Geist reimt! Er reimt? Nein, bitte nicht! Nicht du! Mom! Gib mir das Brett, sofort! Und daraufhin hat sie fluchtartig das Haus verlassen. Das war das letzte Mal, dass ich sie lebendig gesehen habe. Das war vor einer Woche. Hast du dich nicht gefragt, wo sie die Tage über geblieben ist? Ich habe meine Mom manchmal wochenlang nicht gesehen. Seitdem sie in Therapie war, lebte sie sehr in sich gekehrt und hat ewige Zeiten in ihrem Schlafzimmer verbracht. Warum hat deiner Mutter dieses Hexenbrett so viel bedeutet? Gab es da einen tieferen Sinn? Ich hatte ja erwähnt, dass meine Mutter in therapeutischer Behandlung war. Sie litt unter einem starken Verfolgungswahn. Bei den Geistern suchte sie Schutz. Oh Gott. Jetzt, wo ich mich selber sagen höre, klingt es wirklich bescheuert. Weißt du denn, von wem sie sich verfolgt fühlte? Sie nannte ihn den Puppenspieler. Der Puppenspieler? Wer ist das? Ich habe absolut keine Ahnung. Mom hat das Thema immer vermieden. Natürlich wollte ich ihr auch helfend zur Seite stehen, aber sie hat sich, so gut es ihr nur möglich war, nach allen Seiten hin abgeschottet und nicht mal eine Fliege an sich herangelassen. Sämtliche Innenausstattung ihres Schlafzimmers ist rausgeflogen. Das Einzige, was drin geblieben ist, ist ihr Bett. Spiegel gibt es im ganzen Haus nicht mehr. Warum, hat sie mir nie erklärt. Wie hast du dann vom Puppenspieler erfahren? Mom hat ihn genannt. Im Schlaf. Ach, sie muss eine derbe Angst gehabt haben. Mom! Ist alles in Ordnung? Seit vielen Zeiten folgt man dir. Mom? Mom? Die Zeit des Puppenspielers endet hier. Cum speculo ad infernum! Mom! Mom! Bitte! Mach doch auf! Mach doch bitte auf! Der Puppenspieler also. Laut Google gibt es diverse Romane, Filme, Spiele und ein Lied von Roberto Blanco. Das, so wie er auf dem Cover grinst, ist er wahrscheinlich nicht diesem hier begegnet. Bestimmt nicht. Nur, wenn die nichts über ihn weiß, das Internet über ihn nichts hergibt und die einzige Person tot ist, die da was wüsste, treten wir hier auf der Stelle. Vielleicht nicht ganz. Die Sympathie meiner Mutter gegenüber dem Ouija-Brett kam ja nicht von ungefähr. Sie hat seit ihrem Nervenzusammenbruch und neben ihrer Therapie noch Hilfe bei einem Medium gesucht. Nicht dein Ernst, oder? Ja, das ist mein Ernst. Wenn du ein Problem damit hast, dann verpiss dich. Hast du mich verstanden? Calm down. Wie heißt dieses Medium? Sie nennt sich Lady Alejandra und hat ihr Atelier in Goslar in der Kornstraße, nähe dem Marktplatz. Ich denke, das ist der beste Anhaltspunkt, den wir haben. Kommst du mit? Nein, danke. Ich muss mich erstmal sortieren. Ich weiß noch gar nicht, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Am nördlichen Rand vom Harz liegt die mit 51.000 Seelen besiedelte und zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Stadt Goslar. Dank dem Rammelsberg-Bergwerk, der Kaiserpfalz und dem wunderschönen Weihnachtsmarkt ist die Stadt ein wahrer Touristenmagnet. Im Zentrum des ganzen Treibens und doch ein wenig versteckt befindet sich das Atelier Tarot. Als die beiden die Tür des Esoterik-Geschäfts passieren, fühlen sie sich in eine andere Welt versetzt. Am auffälligsten ist der beißende Geruch von Patchouli, welcher den spartanisch ausgeleuchteten Raum dominiert
begleitet von seltsamen Klängen, die merkwürdig aussehende metallische Windspiele von sich geben. Die Wände sind verhängt mit orientalisch anmutenden Tüchern. Untermalt wird die Atmosphäre von einer tragenden und doch irgendwie beruhigenden Musik. Eine Dame in weißem Gewand steht hinter einem Empfangstresen. Hier mussten sie richtig sein. Schönen guten Tag. Sind Sie Alejandra? Herzlich willkommen im Tarot. Der Ort, an dem die Schwelle zwischen Leben und Tod übertreten werden kann. Wenn man nur glaubt. Mein Name ist Asita. Haben Sie einen Termin? Nein. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Es geht um eine Kundin von ihr. Tut mir leid, aber wir geben grundsätzlich keine Informationen über unsere Kunden heraus. Das werden Sie sicher verstehen. Ist es denn möglich, mit Ihrer Chefin zu sprechen? Wenn Sie keinen Termin haben, wird das wohl kaum möglich sein. Warum denn? Hier ist kein Mensch. Und es sieht so aus, als wäre hier auch schon lange keiner mehr gewesen. Das hier ist der Ort, an dem die Schwelle zum Tod überschritten werden kann? Wenn wir nicht gleich mit ihr sprechen können, wird der Tod sehr wahrscheinlich häufiger zu Gast sein in nächster Zeit. Was meinen Sie? Ein Mensch ist bereits tot. Und derselbige hat einen Weg gefunden, diese Schwelle zu überschreiten. Also holen Sie jetzt bitte Ihre Chefin. Bitte warten Sie hier. Ich bin sofort wieder da. Irgendwie schräg, dieser Laden hier. Ja, aber man gibt sich echt Mühe, eine Illusion aufrechtzuerhalten. So, bitte kommen Sie mit. Mr. Andra empfängt Sie jetzt. Mister? Guten Tag, Mr. Gestatten? Mein Name ist Archibald Alech Andra und Sie sind? Oh, Verzeihung. Ich bin Caro. Und das ist mein Freund Adrian. Wir haben gehofft, Sie könnten uns helfen, beziehungsweise ein paar Fragen beantworten. Asita meinte, Sie hätten eine Begegnung mit dem Tod gehabt. Welcher Art war diese Begegnung? Es geht um Ihre Klientin, Frau Lindemann. Lucy? Ja. Sie ist tot. Was? Wir haben sie heute Morgen im Wald gefunden. Sie hat sich erhängt. Oh nein. Aber... warum? Ich muss mich setzen. Mr. Andra, was können Sie uns über den Puppenspieler erzählen? Das war Lucys Lieblingsthema. Die Geschichte über den Puppenspieler ist uralt und existiert auch nur dank Erzählungen. Mit keiner Zeile ist sie sonst irgendwo erwähnt worden. In keinem Buch, in keinen alten Bullen, ja noch nicht einmal in irgendeiner Geschichtensammlung. Okay. Aber wer oder was genau ist der Puppenspieler? Haben wir es hier mit irgendeinem Verrückten zu tun? Oder ist es irgendein Hirngespinst? Ich denke, mit was hast du es ganz gut getroffen. Lucy hat das Thema gerade in letzter Zeit sehr beschäftigt. Vor sehr, sehr langer Zeit, als Wolfshagen mit den ersten Menschen besiedelt worden ist, war unter ihnen ein Junge, dessen Seele so schwarz wie Pech war. Ihm fehlte jegliches Mitgefühl, ganz besonders für Kinder. Als er als junger Mann starb, geschah etwas Seltsames. Der Teufel höchstpersönlich, so heißt es, betrog den Tod um die Seele des Jungen und machte sie sich zu eigen. Der Teufel gab ihm die Macht, die Welt erneut zu bereisen. Als Gegenleistung musste er ihm junge, unschuldige Seelen darbringen und war dazu verdammt, für immer in Reimen zu sprechen. Warum müssen es denn Kinder sein? Der Höllenfürst schöpft seine Kraft aus den Seelen der Menschen. Nur wird eine junge, unschuldige Seele nie von selbst den Weg in die Hölle finden. Das sind nur diejenigen, die ihr Leben verwirkt haben. Mit seinem frisch ernannten Lakaien hat er einen Weg gefunden, den Tod zu betrügen, ihn quasi zu übergehen. Das ist das, was man über den Puppenspieler weiß. Hui, jetzt wird's aber echt abgedreht. Der Teufel? Ist das Ihr Ernst? Ich habe mir die Geschichte nicht ausgedacht. Wie ich schon sagte, sie ist ewig alt und wenn ihr mich persönlich fragt, halte ich die Geschichte für ausgemachten Blödsinn. Haben Sie das auch Frau Lindemann gesagt? Mehr als einmal, mein Junge. Aber sie ließ sich nicht davon abbringen. Sie war von seiner Existenz felsenfest überzeugt. Okay, eine letzte Frage. Dann sind Sie uns auch schon wieder los. Gern, mein Kind. Ist es möglich,
dass ein Verstorbener mit der Welt der Lebenden Kontakt aufnehmen kann? In den meisten Fällen, wie etwa dem Ouija oder dem Pendeln, versucht man ja, eine Brücke in die Welt der Toten zu ebnen. Geht das auch umgekehrt? Die folgende Unterhaltung hat nie stattgefunden. Habt ihr mich verstanden? Mhm. Es ist möglich. Wenn eine Seele auf dieser Welt noch nicht fertig ist und ihr Wille so stark ist, etwas Unvollendetes zum Ende zu führen, dann kann es vorkommen, dass sie eine Botschaft in diese unsere Welt entsenden kann. Doch ist das sehr, sehr selten und auch nicht so ganz einfach. Inwiefern einfach? Nun, ihr habt vorhin das Ouija-Brett erwähnt, bei dem eine Verbindung von der Welt der Lebenden ins Jenseits geschaffen wird. Im umgekehrten Fall muss aber ein Weg vom Jenseits in unsere Welt entstehen. Das heißt, die Toten, die Vorausgegangenen, müssen einen Schritt rückwärts gehen, um uns etwas mitteilen zu können. Wie konnten wir nur so blind sein? Nur eine Seele mit ungeahnter Kraft und Willen vermag so etwas. Sir, bei allem Respekt. Ich glaube, Sie haben ganz schön einen an der... Vielen Dank, Mr. Andra. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Hat er? Hat er. Komm jetzt. Viel Erfolg und seid vorsichtig. Während Caro es mit einem Mal ganz eilig hat, das Atelier von Mr. Andra zu verlassen, beginnt Dr. Susanne Bergmann in der Gerichtsmedizin Braunschweig mit der Untersuchung der Leiche von Lucy Lindemann. Hey, Susanne! Na, wie schaut's aus, hä? Willst du heute noch wen aufschlitzen? Also, erstmal ist mein Name nicht Susanne, sondern Dr. Susanne Bergmann. Claro? Und um deine eigentliche Frage zu beantworten? Ja, in der Tat. Soll ich mit dir anfangen? Oh Mann, so. Das ist doch Perlen für die Säue. Ein hübsches Mädchen wie du sollte sich nicht nur mit Toten herumtreiben. Mir fällt leider keine Alternative ein. Die etwa? Ja, ich habe nach der Arbeit nichts vor. Wir könnten das Thema doch heute Abend beim Essen vertiefen. Nee, kein Interesse, so leid es mir tut. Aber da sind mir die Toten lieber. Aber die sind bestimmt nicht so unterhaltsam wie ich. Täusch dich nicht. Die Toten wissen zumeist sehr viel zu erzählen. Man muss nur zuhören lernen. Und wie sieht es mit übermorgen? Benny, jetzt nicht. Ich habe noch ein Brandopfer und eine Suizidentin auf dem Tisch. Die haben als erstes um ein Date gebeten. Mit dem ausgehen? Nicht mal, wenn die Hölle zufriert. Okay, Brand oder Selbstmord? Brand, Selbstmord, Brand, Selbstmord. Gut, wen haben wir denn hier? Lucy Lindemann, geboren am 16.12.71, gestorben am 3.7.2017, wohnhaft in Wolfshagen im Harz, geschieden einer Frau. Todesursache? Genickbruch als Folge des Erhängens. Warum liegst du hier auf meinem Tisch? Der Fall dürfte doch eigentlich klar sein. Hey Sue, ich grüße dich. Na, wen hast du da? Oh, Dr. Decker. Was verschafft mir dieses seltene Vergnügen? Nichts Wichtiges. Ich wollte mir nur die fertigen Autopsieberichte holen. Zu Lebzeiten ist sie bestimmt eine wunderschöne Frau gewesen. Wie lange ist sie tot? 1-2 Tage? Seit 1,5 Wochen. 1,5 Wochen? Bist du sicher? Das sind keine Totenflecken. Die Haut scheint noch voller Feuchtigkeit zu sein. Die Verwesung hätte längst einsetzen müssen. Du hast vollkommen recht. Aber das ist seltsam. Im Polizeibericht werden klare Verwesungsspuren erwähnt.
Außerdem hat sie eine Woche lang im Wald gehangen. Merkwürdig. Du bist ein wahrer Jungbrunnen, Sue. Aber mal unter uns. Ich frage mich immer, was einen Menschen dazu bringen kann, sich so etwas anzutun. Sie hat sich das doch selber angetan, oder? Laut dem Bericht ja. Sie hat einen Sohn. Ist gerade 18 geworden. Nur Gott weiß, was sie dazu getrieben hat. Selbstmord wird mir für immer ein Rätsel bleiben. Ich meine, ich hätte da schlichtweg keinen Mut für sowas hier. Außerdem ist das ein Thema außerhalb unserer Kompetenzen. Wir untersuchen hier das Was und nicht das Warum. Wie dem auch sei. Ich denke, der Fall sollte soweit klar sein und wir können den Leichnam freigeben. Morgen früh kann sie gleich ins Krematorium überführt werden. Ich werde den Sohn verständigen. Eine Leiche habe ich heute noch. Würden Sie mir assistieren, Dr. Decker? Ach, weißt du was? Die Autopsieberichte können warten. Wen haben wir denn? Ein männliches Brandopfer. Gestorben bei einem Fabrikfeuer letzte Woche. Caro, bleib doch bitte mal stehen. Wo willst du denn hin? Und warum so in Eile? Es ergibt jetzt alles einen Sinn. Wir müssen so schnell wie möglich zu Dean. Ich hab da so eine Ahnung. Würdest du mich bitte mal aufklären? Ich verstehe seit gewisser Zeit nur noch Bahnhof. Also, inwieweit hat uns der Besuch denn nun weitergebracht? Oh, eine ganze Menge, mein Schatz. Mr. Andra meinte, wenn die Toten mit der Welt der Lebenden Kontakt aufnehmen wollten, müssten sie einen Schritt rückwärts gehen. Ja, das habe ich gehört. Und weiter? Hol mal dein Handy raus und lass das Live-Bild nochmal abspielen. Und ich nehme den Ton mit meinem Handy auf. Okay, aber was... Wirst du gleich sehen. Okay, bereit? Ja. Dann los. So, jetzt pass auf. Was hast du vor? Wir lassen das, was ich jetzt aufgenommen habe, einmal rückwärts laufen. Und dann sollte das unverständliche Gemurmel nämlich... Seine Plastikaugen sehen wieder... Sinn ergeben. Scheiße. Mein Gott! Das ist echt unglaublich! Und das heißt... Frau Lindemann war nicht verrückt. Der Puppenspieler existiert. Und deswegen sollten wir jetzt schnell zu Dean. Ich, ja, okay. Morgen früh schon? Okay, wow, das ging wirklich schnell. Ja, wir sehen hier keinen Grund, das unnötig in die Länge zu ziehen. Die Ursache ist eindeutig und für Sie muss es ohnehin schon schwer genug sein. Vielen Dank. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Auf Wiederhören. Tja, Mom, das war's wohl. Oh Gott. Wie mache ich jetzt nur weiter hier? Vielleicht sollte ich dir einfach folgen. Dann brauche ich mir... Die 35-jährige Petra Adam aus Wolfshagen im Landkreis Goslar wurde heute verhaftet mit dem Verdacht, ihre Tochter getötet zu haben. Eine Leiche gibt es bisher nicht. Die Frau wurde direkt in eine Nervenklinik eingewiesen, nachdem sie bei der Polizei angab, ihre Tochter habe sich in eine Puppe verwandelt. Sich in eine Puppe verwandelt? Gesucht wird Kathi Adam, 5 Jahre alt, brünettes, lockiges Haar und grüne Augen. Zuletzt trug sie ein blaues Jeanskleid, eine rote Strumpfhose und schwarze Hausschuhe. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte direkt an die Polizeistation in Goslar. Hallo, mein Schatz. Mom spricht hier. Mom? Ich wollte nie, nie weg von dir. Du sollst wissen, mir geht's gut. Doch sei fortan auf der Hut. Vor deinen Freunden, diesen Zweien, sie wollen meinen Geist entweihen. Bring sie von ab, zu mir zu gehen. Die Stille ist so wunderschön. Dean, mein Kind, du musst mir schwören, lass sie nicht meine Ruhe stören. Halte sie auf, egal wie. Wollen sie nicht hören, dann töte sie. Mom? 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 Kannst du mich hören? Geh nicht schon wieder weg! Eher selten, dass, also, keine Sorge, Mom. Du sollst deine Ruhe haben. Dean,
Dean, bist du da? Mach auf! Natürlich bin ich hier. Was wollt ihr denn? Wir haben Neuigkeiten. Auch wenn ein Teil jetzt vielleicht nicht mehr von Bedeutung ist. Deine Mom war nie verrückt. Den Puppenspieler gibt es wirklich. Ihre Nachricht, als wir sie fanden. Caro hat sie entschlüsselt. Genau. Dean, wo ist deine Mutter jetzt? Wir müssen unbedingt... Zu ihr? Ich weiß. Meine Mutter hat mich bereits unterrichtet. Hä? Mann, eure Gesichter müsstet ihr jetzt mal sehen. Ihr werdet nur leider keine Gelegenheit für einen Besuch haben. Ich habe gerade mit Dr. Bergmann gesprochen. Sie wird morgen früh ins Krematorium überführt und verbrannt. Dean, wir wollen... Ihre Ruhe stören! Mom hat mich vor euch gewarnt. Sie hat gesagt, dass ihr sowas vorhabt. Gewarnt? Hast du gerade gesagt, deine Mutter hat dich gewarnt? Ja, das hat sie. Warum sollte sie auch nur zu euch sprechen, hä? Moment. Konntest du sie verstehen? Was soll diese Schwachsinnige? Konntest du sie verstehen? Ja, verdammt! Natürlich konnte ich sie verstehen! Hat deine Mutter zufällig gereimt, als sie mit dir sprach? Verschwindet jetzt! Meine Mutter ist tot! Lasst sie in Ruhe! Lasst sie verdammt nochmal in Ruhe! Verdammt, verdammt, verdammt! Das war... Er. Der Puppenspieler. Wir scheinen dem Dreckschwein auf die Schliche zu kommen. Egal. Da muss es ohne ihn gehen. Lass uns losfahren. Losfahren? Wir wissen doch gar nicht, wo sich Frau Lindemanns Leiche befindet. Wie viele Dr. Bergmanns kann es hier im Umkreis schon geben, die als Pathologen arbeiten? Ein Hoch auf Google. Das kriegen wir während der Fahrt raus. Die Pathologie, in der Dr. Bergmann ihren Dienst tut, war dank des Internets schnell gefunden. Und so sind die beiden mittlerweile auf dem Weg nach Braunschweig und kommen gegen 22 Uhr an. Es gelingt ihnen erstaunlich schnell, sich durch ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum bereits geschlossenen Institut zu verschaffen. Mit Taschenlampen bewaffnet, schleichen sie auf Zehenspitzen durch die Gänge. Es gilt nun, den Kühlraum zu finden. Kühlraum. Hier könnte es sein. Ach, verschlossen. Ach, war klar. Kriegst du das hin? Ist Black Sabbath die beste Band aller Zeiten? Wer? Ist das dein Ernst? Du hast noch nie von... Adrian, die Tür. Ja, schon gut. Ah, geschafft. Wow, beeindruckend. Woher kannst du... Ach, ich glaube, ich frag nicht weiter nach. I am Iron Man. Mann, was ist das für ein Geruch? Ein hübscher Cocktail aus Desinfektionsmittel, Formaldehyd und Industriereiniger. Okay, wir müssen die Kühlfächer durchsuchen. In einem von denen muss sie liegen. Nichts. Schon länger tot. Hier liegt Freddy Krueger. Adrian, bitte. Ein bisschen mehr Pietät. Ich hab sie. Alles okay mit dir? Ja. Ich frag mich nur, wie wir jetzt weiter vorgehen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich, okay. So, Aufnahme läuft. Frau Lindemann, heute Morgen im Wald sprachen Sie mit uns. Wir konnten an Ihrem Schicksal teilhaben. Man hielt Sie für verrückt, glaubte Ihnen kein Wort. Doch wir wissen nun, dass Sie weit davon entfernt waren, in irgendeiner Art und Weise verrückt zu sein. Wir wissen vom Puppenspieler. Jetzt brauchen wir Ihre Hilfe, denn... Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich komme mir blöd vor, Caro. Sieh uns an. Wir brechen mitten in der Nacht in eine Pathologie ein und versuchen hier Informationen aus einer Toten herauszubekommen. Richtig, das war der Plan. Ein dämlicher Plan, wenn du mich fragst. Du bist zu mir gekommen, damit wir uns ein paar schöne Tage machen. Für die Aktion hier laufen wir Gefahr, im Knast zu landen. Was ist denn jetzt mit dir los? Wir sind kurz davor, ein jahrhundertealtes Mysterium aufzuklären. Und du willst jetzt einen Rückzieher machen? Einfach so tun, als wäre nie was passiert?
Stattdessen wieder harmonische Spaziergänge. Küssing hier, Küssing da, abends ins Kino und danach eine Runde ficken und dann Arm in Arm einschlafen? Vergiss es! Boah, scheiße. Hab ich mich erschrocken. Frau Lindemann. Oh, verdammt. Hast du das aufgenommen? Ich denke schon. Scheiße, da kommt jemand. Fuck, wir müssen uns verstecken. Wo denn? Los, rein in ein leeres Kühlfach. Frau Lindemann noch schnell zudecken und wieder zurückschieben. Caro, komm, beeil dich. Okay, bitte. Schließ die Tür. So, und jetzt leise. Sagen Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass hier jemand einbricht? Einbrechen? Hier in die Pathologie? Das ist keine Bank, Herr Lindemann, wo sich ein Einbruch eventuell lohnen könnte. War klar, dass der Drecksack hier auch noch auftauchen musste. Zusammenfassend würde ich sagen, dass ich in meiner Laufbahn als Pathologin, und das sind mittlerweile schon fast 20 Jahre, noch von keinem Einbruch hier Notiz genommen habe. Hm, ich verstehe. Diese Kühlfächer da, sind die alle leer? Fuck! Psst! Ja, die meisten. In Fach 4 liegt ihre... Was machen Sie denn da? Nehmen Sie die Hände von den Kühlfächern! Ich muss ganz sicher gehen. Gleich sind wir geliefert. Nein. Herr Lindemann, hören Sie sofort auf damit. Oder ich rufe die Polizei. Ich denke, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ja, schon gut. Ich finde alleine raus. Tja, Frau Lindemann. Ich weiß ja, dass jeder mit Trauer anders umgeht, aber Ihr Sohn ist doch sehr speziell. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Oh fuck, das war verdammt knapp. Ein Königreich für einen Kräuterschnaps. Ich mach dir ein Angebot. Wenn wir hier ungesehen rauskommen, geht der Erste nachher auf mich, okay? Einverstanden. Dann lass uns endlich raus hier. Genauso leise, wie sie hereingekommen sind, kamen sie auch wieder heraus. Am liebsten hätten sie draußen vor dem Gebäude laut lachend im Kreis getanzt, um ihrem Erfolg Ausdruck zu verleihen. Doch Zeit und Ort waren dafür denkbar ungünstig. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Und? Willst du immer noch aussteigen? Wenn er klug ist, tut er es. Dean? Nein, der heilige Nikolaus. Natürlich bin ich es, du Schwachkopf. Ich wusste, dass ihr euch hier rumtreibt. Habt ihr echt die Leiche meiner Mutter aufgesucht? Wie krank seid ihr eigentlich? Wenn du uns vorhin zugehört hättest, dann würdest du... Ich werde jetzt erstmal die Polizei anrufen. Meine Mom wollte doch nur ihre Ruhe. Was habt ihr daran nicht verstanden? Das war nicht deine Mom, du verdammter Idiot. Wenn sie es gewesen wäre, hättest du sie nicht verstehen können. Drehst du jetzt völlig ab? Wieso sollte ich meine Mom nicht verstehen können? Leg das Telefon aus der Hand und ich erkläre es dir. Okay. Ich bin ganz Ohr. Der Hellseher deiner Mutter, Mr. Andra, hat uns entschieden weitergeholfen. Wenn es Verstorbenen gelingt, mit der Welt der Lebenden Kontakt aufzunehmen, dann müssen sie einen Schritt zurückgehen. Die Botschaft erfolgt rückwärts. Du erinnerst dich an das Live-Foto, was Caro und ich vor der Stummeleiche aufgenommen haben, wo deine Mutter uns schon mal eine Nachricht zu übermitteln versuchte. Wir konnten sie entschlüsseln. Deine Mutter hat dir doch ein Gedicht hinterlassen. Ja, ich habe es hier. Jetzt lies es endlich! Okay. Ein wohlklingender Albtraum die Erde überrennt, der Jungen und Mädchen die Seele entnimmt, weil der Tod nach ihm vergebens sucht, wurde er vom Teufel im Gegenzug zum Reimen verflucht, von lachenden Kindern erfüllt voller Glück, bleibt nach seinem Kuss nur eine Hülle zurück, er findet sie alle, auf die Welt kommt er nieder, denn... Oh, Scheiße! Ja, das dürfte es treffen. Und ihr meint, dass vorhin...
was ich für meine Mutter gehalten habe, war... Er? Oh, na endlich. Jetzt hast du's. Fuck. Leute, das ist gerade etwas too much. Das muss ich erstmal verdauen. Ich fürchte nur, dafür wird uns keine Zeit bleiben. Wie du weißt, mussten wir in die Pathologie einbrechen. In der Hoffnung, dass uns deine Mutter noch einmal helfen kann. Und? Konnte sie? Zumindest hat sie ein weiteres Mal Kontakt gesucht. Aber was sie im Endeffekt gesagt hat... Werden wir jetzt herausfinden. Bereit? Mhm. Ja. Alright. Jetzt rückwärts. Der älteste Stein ist sein. Was für ein Stein. Dean, kannst du damit irgendwas anfangen? Nicht ein bisschen. Tut mir leid. Spielst du jetzt wieder mit? Oder willst du immer noch die Bullen rufen? Nein, nein. Alles gut. Ich war vielleicht etwas voreilig. Aber darf ich vorschlagen, jetzt erstmal wieder zurückzufahren und morgen weiterzumachen? Der heutige Tag war für uns alle sehr heftig. Ein paar Stunden Schlaf hat sich jeder von uns verdient. Einverstanden? Nachdem die Wogen bei den Dreien wieder geglättet sind, traten sie den Heimweg an, um diesen nervenaufreibenden Tag mit einer Mütze Schlaf abschließen zu können. So müde jeder von ihnen auch gewesen sein mag, keiner konnte so richtig loslassen und die Augen schließen. Der älteste Stein ist sein. Was könnte das wohl bedeuten? Am nächsten Morgen stand Dean bei Adrian und Caro auf der Matte, um sich eben dieser Frage zu stellen. Ah, guten Morgen, Dean. Komm rein. Konntest du ein wenig schlafen? Wo denkst du hin? Nach dem Tag gestern? Keine Chance. Wir ebenso wenig. Aber vielleicht haben wir eine Spur. Adrian telefoniert gerade mit dem Friedhofsamt. Friedhofsamt? Ihr glaubt, dass es sich um einen Grabstein handelt? Wie alt müsste das Grab denn schätzungsweise sein? Mr. Andra meinte, dass der Junge wohl zu der Zeit lebte, als das Dorf hier gerade besiedelt worden ist. Das war vor etwa 700 Jahren. Das ist etwas länger als die übliche Liegezeit von 25 Jahren. Oh ja, wahrlich. Aber mal schauen, was Adrian gleich zu berichten weiß. Vielleicht haben wir ja Glück. Oder es bedeutet etwas ganz anderes. Darf ich dich mal was fragen? Klar. Als Adrian und ich dich gestern aufsuchten, wusstest du meinen Namen? Woher? Lass dir das lieber von Adrian erzählen. Ich habe ihn ja schon gefragt. Er weicht mir immer aus oder verweist mich auf später. Also nochmal, woher kanntest du meinen Namen? Na schön. Wie lange ist das her? Ein oder anderthalb Jahre? Du hast angefangen, mit einem Typen mit dem denkbar bescheuerten Nicknamen Rock'n'Roll Guy zu schreiben. Genau. Ich wollte Adrian ohnehin mal fragen, was der Name soll. Mit Rock'n'Roll hat er ja nun absolut nichts am Hut. Hat er auch nicht. Ich aber schon. Ich war der Rock'n'Roll Guy. Ich habe nie ein Bild von mir online gestellt, da ich zu der Zeit eher aussah wie ein ausgekotzter Mülleimer. Jedenfalls Adrian, den ich mal als besten Freund bezeichnete, hat von unserer Liaison mitbekommen. Du hast ihm gefallen. Also hat er meinen Account geknackt und sich quasi für mich ausgegeben. Dass ich darüber nicht sonderlich erbaut war, versteht sich, glaube ich, von selbst. Ist das dein Ernst? Na warte, der kann was erleben. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann... Halt, Caro. Es ist okay. Seien wir ehrlich, das mit uns wäre sowieso nichts geworden. Er ist schon eher dein Typ. Es war zwar echt eine miese Nummer, die er abgezogen hat, die ihn und mich dann schließlich auch entzweite, aber grundsätzlich ist er kein verkehrter Typ. Ich freue mich lediglich, dich dennoch, wenn auch unter den beschissensten Umständen, kennenlernen zu dürfen. Lass es damit bitte auf sich beruhen. Das hätte ich einfach nicht erwartet. So, ich habe eben mit dem Friedhofsamt telefoniert. War nicht leicht, den Brüdern die Informationen aus der Nase zu ziehen, aber schlussweg konnte ich erfahren, dass das älteste Grab mit Stein auf dem Wolfsjäger Friedhof einer Irma Rowold gehört, welche 1903 verschied. Glaubt ihr wirklich, dass es sich um einen Grabstein handelt? Das schien uns am naheliegendsten. Mr. Andra meinte allerdings, dass das Mysterium um den Puppenspieler vor 700 Jahren begann, als das Dorf noch in den Anfängen war. Gab es den Friedhof denn schon vor 700 Jahren? Nein, wohl kaum.
Das, oh, aber na sicher. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Was meinst du? Caro, du hast doch gestern die Geschichte von der Stummeleiche erwähnt. Ich denke, da finden wir die Antwort, die wir benötigen. Moment mal. Jan hat mir letzte Woche noch ein Exemplar vorbeigebracht. Jan? Abraham. Adrian und ich sind mit dem zur Schule gegangen. Er hat den alten Schinken von der Stummeleiche zu einem Hörspiel zusammengerührt und verkauft es jetzt zugunsten der Grundschule hier im Ort. Ach, stimmt. Das hattest du ja erwähnt. Wie dem auch sei. Jan hat ganz gut recherchiert. Hört mal her. Wenige Jahre später starb Ellie in einem, für die damalige Zeit, ungewöhnlich hohem Alter. Den Friedhof, wie wir ihn heute kennen, gab es damals noch nicht und man setzte sie im Wald bei. In Jahren wuchs aus der Erde von Ellies Grab dieses Eichengebilde hervor, was heute als Stummeleiche bekannt ist. Das heißt, wir müssen zur Stummeleiche? Exakt. Ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit. Alles klar, dann mal los. Caro? Nein. Ich denke, ich werde zurück nach Hamburg fahren. Was? Was soll das denn jetzt? Hast du mir nicht gestern Abend noch einen Vortrag gehalten? Ein jahrhundertealtes Mysterium und so? Ja, Adrian. Aber da wusste ich auch noch nicht, dass da eine große Lüge zwischen uns steht, Mr. Rock'n'Roll Guy. Mr. Rock'n'Roll... Dean? Hast du es ihr erzählt? Sie hat mich gefragt. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Dich eventuell raushalten oder warten, bis ich... Mach andere nicht für deine Fehler verantwortlich. Mit der Aktion hast du dich ins Ausgeschossen. Caro. Tut mir leid. Sorry, Adrian. Ich dachte nicht, dass sie so... Konntest du nicht einfach mal deine verdammte Fresse halten? Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir uns jetzt zusammenreißen. Wir stehen nur einen Schritt davor, diesen Mistkerl zu finden. Du machst mir Spaß. Ohne Caro wären wir nicht mal halb so weit gekommen. Und bis vor ein paar Stunden wolltest du uns auch noch der Polizei ausliefern. Ich habe diese Frau geliebt. Es ist anderthalb Jahre her. Verdammt. Weißt du, wie gern ich dir jetzt die Fresse polieren würde? Ja, ich weiß. Und ich halte auch still. Aber bitte lass uns erstmal hoch zur Stummeleiche und dieses Dreckschwein fertig machen. Was zur Hölle erwartest du? Meinst du, er wartet da oben jetzt auf irgendeinem Scheißast und sagt, oh, ihr seid aber spät, ich hätte euch früher erwartet. Glaub mir, wenn ich eines aus den letzten 24 Stunden gelernt habe, dann das, dass es alles andere als einfach wird. Außerdem wissen wir nicht mal, ob wir mit der Spur überhaupt richtig liegen. Das finden wir nur auf eine Art raus. Okay, pass auf. Gib mir ein paar Stunden. Vorher will ich versuchen, Caro zu finden. Ich würde mich einfach besser fühlen, wenn sie dabei ist. Und vielleicht kann ich die Sache wieder ins Reine bringen. Okay. Wir treffen uns heute Abend um 21 Uhr auf dem Parkplatz vor dem kleinen Pfad. Von dort aus laufen wir zu Fuß. Taschenlampen werden ratsam. Reicht dir das an Zeit? Ich hoffe. Dann sehe ich dich später. Die beiden trennen sich vorerst. Während Dean zu sich nach Hause geht und sich mental auf seine persönliche Vendetta vorbereitet, versucht Adrian mit allen Mitteln, Caro ausfindig zu machen. Doch sie ist weder per Telefon zu erreichen, noch am Goslarer oder Langelsheimer Bahnhof zu finden. Sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Er hätte sie noch Stunden weiter gesucht, doch es wird Zeit, sich mit Dean zu treffen. Es ist bereits dunkel geworden. Der verabredete Treffpunkt grenzt direkt an einen Wald, inmitten diesem ein schmaler Pfad in ihn hineinführt. Vor einem Wanderschild steht jemand mit einer Taschenlampe, dessen Lichtkegel abwechselnd den Boden und Baumkronen erhellt. Dean? Adrian, bist du es? Nee, ich komme von der Wolfsjäger Hexenbrut. Ich habe mich gefragt, ob du an einer Kräuterwanderung teilnehmen möchtest. Witzpille. Hast du sie gefunden? Keine Spur. Ich habe sie wirklich überall gesucht. Wahrscheinlich ist sie längst in Hamburg und ist dabei, mich zu vergessen. Wollen wir? Dein Mitgefühl ist weltbewegend. Gehen wir. Mit ihren Taschenlampen ausgestattet, begeben sie sich auf den schmalen, steilen Pfad
in Richtung Stummeleiche. Neben der Eule, die bereits Jagd auf Beute macht, pfeift auch der Wind sein Lied durch die sich wiegenden Bäume, welches den beiden ein zusätzlich mulmiges Gefühl vermittelt. Der circa 10-minütige Fußmarsch über berstende Äste und raschelndes Laub führt sie direkt zur Eiche. So, da wären wir. Und nun? Davon sprach ich. Er wird hier nicht einfach auf uns warten, wenn es sich tatsächlich um einen Grabstein handeln sollte. Dann schlage ich vor, wir suchen das Areal rund um die Eiche ab. Du meinst echt, dass sich hier ein vergessener Friedhof aus den Siedlerzeiten von Wolfshagen verbirgt? Puh, irgendwie gruselig. Wahrlich. Und fraglich ist, ob nach 700 Jahren überhaupt noch Überreste von dem besagten Stein zu finden sind. Also, du da lang, ich geh hier lang. Na denn. Der älteste Stein ist sein. Aber geil wäre es schon, wenn wir hier irgendwelche alten Grabsteine finden würden. Hoffentlich ist Caro wenigstens heil zu Hause angekommen. Sie fehlt mir. Wie gerne würde ich sie noch einmal sehen. Und wenn sie jetzt hier wäre, hätte sie uns wahrscheinlich geraten, tagsüber zu gehen. Ach, Caro, bitte komm! Ah, verdammt! Fuck, 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 was zum Teufel war... Das kann doch nicht wahr sein. Dean! Dean! Ich glaube, ich habe gefunden, was wir suchen. Adrian! Ich habe hier was gefunden! Ich habe da vorne einen Stein gefunden. Ich glaube, wir haben den Mistkerl. Leopold Tanner. Gestorben 1589. Nicht so schnell. Schau mal. Hier sind noch ein paar Steine. Das ist unglaublich. Hier, Alvine Wäsche. Gestorben 1578. Pepe Nils Ruppe. Bei dem kann man leider kein Datum mehr erkennen. Amelia Ahrens. Gestorben 1500. Man kann es nicht ganz lesen. Alfred Dobler. Gestorben 1566. Wahnsinn. Ob die Stadt Langelsheim noch Aufzeichnungen über diese Grabstätte hat? Das glaube ich kaum. Nur stehen wir jetzt vor einer Sackgasse. Einige Daten sind nicht zu erkennen und ich habe auch keine Lust, hier alle Gräber auszuheben. Ausheben? Du meinst, du willst hier eine Leiche ausbuddeln? Ja, meinst du, ich kann ihn mit einem Snickers anlocken? Nein, aber... Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, welches das richtige Grab ist. Also Alvine fällt schon mal raus. Im Rennen sind demnach Amelia Ahrens, Pepe Nils Ruppe und Alfred Dobler. Drei Gräber. Ach, scheiße. Umso länger wir rumphilosophieren, desto länger dauert es. Komm, fangen wir... Es ist Pepe! Was? Es ist Pepe Nils Ruppe! Was macht dich da so sicher? Naja, wenn wir die Buchstaben seines kompletten Namens in eine andere Reihenfolge packen... Puppenspieler. Es ist ein Anagramm. Es ist ein Anagramm! Exakt. Dann fang mal an zu graben. Und erinnere mich daran, dich nie im Scrabble herauszufordern. Adrian holt seinen mitgebrachten Klappspaten hervor und fängt unmittelbar vor dem Stein von Pepe Nils Ruppe, dem vermeintlichen Puppenspieler, zu graben an. Trotz des Werkzeugs geht es nur mühsam durch das dicht verwurzelte Erdreich voran. Nach schweißtreibenden Stunden der Arbeit und mehreren Wechseln sollten sie endlich auf etwas Hartes treffen. So, jetzt wird es interessant. Da ist eine Holzkiste. Eine Holzkiste? Bist du sicher? Wenn die wirklich um die 700 Jahre alt sein sollte, dürfte die eigentlich nicht mehr existieren. Aber sie existiert, wie du siehst. Also nehmen wir es einfach so hin. Da ist noch mehr. Die Kiste ist mit Ketten und einem Schloss versiegelt. Wer oder was auch immer da drin liegt. Man wollte sicher gehen, dass es niemals wieder rauskommt. Sollte das stimmen, ist das wohl nur teilweise gelungen. Machen wir sie auf? Okay, dann hau mal rein. Leuchte mal rein. Das kann doch nicht wahr sein.
Der Typ sieht aus, als... Als hätte man ihn gerade erst hier begraben. Adrian, Adrian, was ist hier los? Ich verstehe das alles nicht mehr. Adrian, Liebling, bist du hier? Ich habe überall gesucht nach dir. Caro? Caro! Oh mein Gott, du bist hier! Oh mein Schatz, ich brauche dich. Komm zu mir, umarme mich. Und dann raus aus diesem Wald. Es ist finster, dreckig, bitter, kalt. Nimm meine Hand, es ist an der Zeit. Wir gehen unseren Weg fortan zu zweit. Adrian, warte! Nicht so schnell! Du hast mir verziehen? Oh, ja, lass uns gehen. Adrian, nein! Krieg den Kopf frei! Willst du es nochmal kaputt machen? Wenn du nicht gleich den Rand hältst, dann hau ich dir mit dem Spaten in deine verfickte Fresse! Verstanden? Oh, Caro. Adrian, hör mal hin! Sie reimt! Das ist nicht Caro! Beziehungsweise, sie ist besessen! Was? Ich liebe dich. Liebst du auch mich? Schlag ihm den Spaten ins Gesicht. Bring ihn um und wir sind am Ziel. Drei sind hier, einer zu viel. Adrians Caro anschmachtendes Gesicht formt sich zu einer ernsten Miene. Entschlossen fasst er den Spaten mit beiden Händen und geht entschieden auf Dean zu, welcher noch immer direkt am geöffneten Grab steht. Während er sein Leben in Bruchteilen vor seinen Augen vorbeiziehen sieht, holt Adrian mit dem Spaten weit aus und treibt diesen wieder erwartend durch die Brust in das Herz von dem im Sarg liegenden Pepe Nietzhope. In diesem Moment fällt Caro in sich zusammen, ähnlich einer Marionette, deren Fäden mit einem Schnitt durchtrennt werden. Aus ihrem Schatten materialisiert sich eine Gestalt mit einem schwarz-weiß karierten Anzug. Das Klingen von kleinen Blöckchen wird laut. Und eine diabolisch grinsende Maske tritt aus dem Dunkel in den Lichtkegel der Taschenlampe und blickt in Richtung Adrian und Dean. Seltsam taumelnd bewegt sich die Gestalt, die im Wesentlichen an einen Harlekin erinnert, auf die beiden zu. Gift und Galle, törichter Narr! Es wird wieder sein, wie es mal war! Ihr seid nur drei von ganz, ganz vielen! Ich werde Spiele mit euch spielen! Hol mir einen nach dem anderen ran! Und mit dir fang ich jetzt an! Meine Fresse, geht mir dein Scheißgereime auf den Senkel! Was muss meine Mutter einen Hass auf dich gehabt haben, dass sie mich sogar aus dem Jenseits vor dir gewarnt hat? Weißt du, was ich machen werde, wenn ich dir erst die Fresse poliert habe? Ich werde dir auf die Maske scheißen! Einen riesigen, mangoförmigen Scheißklecks! Und jetzt spricht dein Gebet, du Wichser! Hey! Hey! Wo bist du hin? Komm wieder her! Ich bin dir näher, als viele denken. Spürst du, wie dich meine Fäden lenken? Sie durchbohren Kopf, die Hände und die Beine. Führen tu nur ich alleine. Und nun tanz für mich, du kleiner Wicht. Die Angst steht gut dir im Gesicht. Adrian. Caro, geht es dir gut? Später. Mir zu, du musst ihn umringen. Beende es. Ich habe ihm bereits sein Herz durchstoßen. Und der Drecksack steht immer noch. Sein Herz ist nicht sein Herz. Seine Augen. Du musst seine Augen zerstören. Seine Plastikaugen sehen wieder. Natürlich! Untersteh dich, geh da weg! Niemand findet mein Versteck! Aber schau, Dean will mit dir spielen. Er wird mir deine Seele stehlen. Er zeigt dir prompt, was er gelernt, wenn er dein Leben dir entfernt. Was? Nein! Hallo, Adrian. Mein Freund, davon hab ich schon immer geträumt. Schau, ich hab die Macht zu fliegen. Wenn du stirbst, werd ich noch leben. Dich zu töten, ich tät nichts lieber. Zu dienen auf ewig dem Puppenspieler. Nein, das willst du nicht.
Hey, Puppenarschloch! Was? Deine Plastikaugen hören auf zu sehen. Cum speculo ad inferno! Nein! Oh! In einem unbemerkten Augenblick ist Caro in Richtung des Grabes von Puppenspielern gekommen. Mit dem Ende ihres Satzes trieb sie zwei spitze Äste in die Augenhöhlen seiner Leiche. Sofort verliert er die Kontrolle über den, welcher von Adrian ablässt und unkontrolliert zu Boden fällt. Hinter der Maske des Puppenspielers macht sich ein immer heller werdendes Licht breit, welches beinahe die Nacht zum Tage werden lässt. Ich finde euch, wenn ich wiederkehre! Jeder, aber du nicht mehr. Dean, Dean, ist alles in Ordnung? Jetzt sag doch was. Wie geht's ihm? Ihr kennt mich mal. Und nun? Warten wir, bis der Mistkerl wiederkommt? Der kommt nicht mehr. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ja, als Mom beim letzten Mal den Spruch angewendet hat, glaubte sie auch, das war's. Aber nö, der Drecksack kam zurück. Richtig. Deine Mutter hat ihn beim letzten Mal in einen Spiegel blicken lassen und ihn verbannt. Dieses Mal haben wir seinen Spiegel zur Seele zerstört und ihn in die Hölle geschickt. Seine Plastikaugen sehen nicht mehr. Er hat keine Chance, zurückzukehren. Du meinst, es ist tatsächlich überstanden? Er ist tot? Ja. Ich würde vorschlagen, wir begraben Pepe erneut und gönnen ihm seine ewige Ruhe. Einen mangoförmigen Scheißklecks? Freitag, der 13. Teil 9. Wie kulturlos kann man denn sein, dass man das nicht kennt? Und was euch beide angeht, wenn ihr euch jetzt nicht gleich küsst, dann bringe ich euch wirklich um. Hey, Dean. Komm rein. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend. Danke. Hi. Hey, Caro. Und für dich geht's heute wieder ab nach Hamburg? Hast du genug vom Harz? Ja, zurück in die langweilige Hansestadt. Aber lange werde ich nicht wegbleiben. Ich denke, ich werde dem Tor zur Welt den Rücken kehren und hier in den Harz kommen. Schön. Das freut mich für euch. Wer weiß, welche Geister wir hier noch... Oh, warte. Dreh das Radio bitte mal lauter. Hm? Ja, sicher. Die kleine Kathi Adam aus Wolfshagen hat sich wieder angefunden. Das gab ein Sprecher der Polizei heute Morgen bekannt. Sie gab an, die ganze Zeit zu Hause gewesen zu sein. Ihre Mutter, die 35-jährige Petra Adam, wurde unlängst aus der Untersuchungshaft entlassen. So wie es aussieht, wurde die besorgte Mutter als auch die Polizei Opfer eines aus den Fugen geratenen Versteckspiels. Und weiter geht's jetzt. Sie wachen wieder auf! Seine Opfer! Wachen wieder auf! Deine Mom? Nein, sie hat sich selber gerichtet. Aber im Endeffekt hat sie alle gerettet. Oh mein Gott. Bitte niemals wieder. Kehrt zurück, der Puppenspieler. Sie hörten Cum Speculo ad Infernum, der Puppenspieler kehrt zurück. Die Sprecher und ihre Rollen. Erzähler Philipp Bösand. Caro Lisa Heidrich. Adrian Christian Heinrich. Dean Toni Michael Sattler alias Fertoni. Rick Julian Ohm. Cassandra Cynthia Taha. Christine Lisa Cardinale. Kati, Leni Koch. Katis Puppe, Nayuki. Katis Mutter, Sophie Zücksch, alias Courageous Sam. Kommissar Dorn, Christian Eckert-Jürgensen. Kommissar Schneider, Sascha Servadio. Asita, Marlena Richter. Archibald Alech Andra, Werner Wilkening. Kollege Benny, Chico König. Dr. Bergmann, Jana Nihus. Dr. Decker, Charles Rettinghaus. Lucy, Laura Heise-Engelschalk.
Radiomoderator Uwe Bericke. Idee, Skript, Produktion sowie die Stimme des Puppenspielers Jan Abraham. Sounds von YouTube und freesounds.org. Die Band Velocity stellte freundlicherweise die Songs No More Tears und The Hunter and the Prey vom Album The King Will Die zur Verfügung. Nähere Infos unter www.facebook.com/velocityhearts. Die Band Iron Fate stellte freundlicherweise den Song Painful Sorrow vom Album Cast in Iron zur Verfügung. Nähere Infos unter www.ironfate.de. Vielen Dank fürs Zuhören.